Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Velvet Assassin, wo wir immer noch in der Kanalisation Warschaus sind und ich mich erstmal wieder mit der Steuerung zurechtfinden muss. Nein! Das war nicht gut. Das war nicht gut. Spiel beenden. Ja, will ich. Wir setzen mal die Kampagne fort. Das war jetzt nicht gut. Ah ja, genau, so pfeife ich. Und warum ich mich das gerade schon wieder frage, liegt ganz einfach daran, dass ich mal wieder ewig lang nicht mehr gespielt habe. Und zwar wirklich dermaßen lang. Das ist schon nicht mehr feierlich. Das sind jetzt schon, naja, einige Wochen auf jeden Fall. Das können wir festhalten. Einige Wochen sind das mit Gewissheit. Und naja, mal gucken, ob ich mich heute überhaupt so gut anstelle. Ich hatte in den letzten 2,5 Wochen Schulpraktikum, also Praktikum an der Schule im Rahmen meines Lehramtsstudiums, aber da hieß es halt auch immer 5.30 Uhr, 5 Uhr aufstehen. Also damit habe ich kein Problem, aber man merkt halt, ja, ne, wenn man dann halt auch erst entsprechend spät ins Bett geht, dann schlaucht das irgendwann und naja, nach den über 2 Wochen, da ist das nun mal langsam so, dass es anfängt zu schlauchen. Aber naja, gut, später ist das ja dann immer so, dass ich relativ früh aufstehen muss, aber na gut, da muss man dann halt durch. Aber das ist ja dann auch nicht weiter schlimm. So, jetzt müssen wir erstmal warten hier. Der wird sicherlich gleich eine Kehrtwende machen, ja. Ich sag's mal so, wir warten mal lieber, bis das Licht wieder ausgeht. Okay. Genau das sollte jetzt nämlich nicht passieren. Verdammt. Genau das sollte nämlich gerade nicht passieren. Und genau das ist passiert. So, mal gucken, ob sie so intelligent sind und hier mal durchkommen. Aber das bezweifle ich doch. Und irgendwie merke ich, das Reden, das hält einem schon wach. Hm, da ist eine Tür. Also ich weiß ja nicht. Wir haben doch jemanden gesehen, der in Richtung der Tür gegangen ist. Der in die Richtung der Tür gegangen ist. Hm, nee, das kann nicht sein. Da ist garantiert keiner durch die Tür gegangen. Das ist unmöglich. Okay. Und die Tür, die hat sich gerade bewegt, weil wir sie gehört haben. Hm, das geht auch nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nee, das geht absolut nicht. So, dann schauen wir doch mal. Die gehen jetzt also wieder zurück, weil... ja, sie denken... dass dort niemand mehr ist. Alles klar. Ah, jetzt hätte ich es machen können. Jetzt hätte ich da durchgekonnt, aber ich warte mal lieber noch einen Zacken länger. So, jetzt geht's aus und jetzt müssen wir rum. Bier und Wein. Jetzt habe ich nur das Problem. Das wäre jetzt gut. Sofort stehen bleiben! Okay, so geht das schon mal nicht. Aber warte mal, ich hab doch irgendwo eine Gasmaske. Das war's dann wohl. Ja, ist ja gut, ne? Habe ich keine Gasmaske? Hatte ich echt keine? Moment, ich muss noch mal ganz kurz in den Optionen nachgucken. Steuerung. Steuerung anpassen, was ich eh nicht machen werde. Was habe ich jetzt, nee, warte mal, hä? Hat er jetzt irgendwas invertiert, was ich nicht wollte? Nein, die will ich nicht speichern. Also Steuerung anpassen. So, die Gasmaske, die hatte ich wo? Was? Nee, ich will zurück. Ich will die nicht speichern, die Änderung. Okay, danke. So, dann packt man nämlich die schon mal drauf. Und dann können wir nämlich ganz anders arbeiten. Wir holen den erstmal hier ran. Oder auch nicht. Warten, bis das Licht ausgeht. Danke. So, und jetzt habe ich nämlich folgende Idee. Wir werden jetzt nämlich versuchen, diesen hier erstmal auszutricksen. Der kommt jetzt nämlich hier lang. Ich habe die Gasmaske auf. So, er ist dort lang gekommen. Verdammt. Das ist natürlich trotzdem nicht so gut. Ja, welche Seite suchst du dir jetzt denn aus? Die KI ist ja nun nicht die hellste. Okay. Ja, gut. Du kannst auch in die Richtung gerne gehen. Damit habe ich kein Problem.
Derzeit hätte ich schon über alle sieben Berge sein können. Das weißt du hoffentlich, lieber Gegner. Das ist so geil. Es ist einfach nur so herrlich. Lalala. Okay. Das ist wiederum nicht so herrlich. Sondern rein theoretisch dürfte man mich jetzt nicht mehr sehen. In der Theorie halt, ne? Praxis ist dann wieder was ganz anderes. Aber so sieht das nun mal aus. Ja, schön. Dein Lichtkegel kann ich schon wahrnehmen. Weil guck mal nun mal, wo du gerade bist. Du schaust gerade in die andere Richtung. Da könnte ich dich jetzt eigentlich lautlos töten. Ich krieg dich noch. Na? Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Okay, da ist aber auch ein Fass. Alles klar, das kriege ich auch irgendwie hin. Na gut, komm hier, töte mich. Töte mich! Danke. Danke, dass du mich getötet hast. Wunderbar. Da haben wir ja wieder was zum Vorspulen. Na gut, also. Ach, dieses Spiel. Wisst ihr? Das ist halt immer so eine Sache für sich. So. Der ist ja... Ach so, nee, warte mal. Müssen wir anders machen. Also. So, jetzt holen wir die Waffe. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, bis der hier richtig da ist. Na komm, 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 komm. Wo bist du? Nicht da? Hallo? Was war das, verdammt? Mir kommst du nicht! Ja, sehr schön. Das hat schon mal nicht so geklappt, wie es sollte. Okay. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Also diese Stelle, die können wir anders lösen. Ja, schnell laden, komm. Ach, Herr Jemine, Herr Jemine. Also das klappt schon mal nicht so, wie es sollte. Aus diesem Grund warte ich jetzt erstmal ab. Ich warte ab, bis sich das Licht ausschaltet, genau so. Da habe ich jetzt aber ein Problem. Oder auch nicht. Vielleicht kann ich mich hier hinstellen. Ja, das sieht aus wie ein Plan. Das sieht doch mal nach einem Plan aus hier. Ah! Aha! Warte mal. Die setzen wir mal lieber auf, oder nicht? Oder doch? Okay, das hat geklappt, Leute. Das hat ernsthaft geklappt. Das ist ja mal cool. So, dann dürfte das ja jetzt hier passé sein. Wunderbar. Dann können wir uns hier nämlich weiterschleichen. Ach, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Habe ich schon wunderschön gesagt? Ich glaube nicht. Okay, deswegen machen wir jetzt weiter. Wir sollten vielleicht erstmal gucken, ob dort unten jemand ist, der hier entlang patrouilliert. Aber sieht nicht so aus. Zur Not könnten wir wieder nach oben spazieren. Wieso eigentlich spazieren? Ah. Du hast keine Chance. Was? Ich hab noch was gehört. Was? Wie? Nee, ich hab da nichts gehört. Da hast du dich verguckt. Das geht's doch nicht. Ist Dreck. Ja, die Frage ist nur... Ah ja. Ah ja, da unten patrouilliert jemand lang. Alles klar. So. Und Sicherungen sabotieren, das machen wir doch auch gerne. Ach, herrlich. Dieses Spiel, das macht irgendwo schon Spaß, weil man hier, naja, die Gegner in gewisser Art und Weise richtig trollen kann. Zumal deren KI ja nun nicht immer die beste ist. So. Nee, das stimmt so nicht ganz. Also, Widerstand ist schon sinnvoll, der ist da hinten. Aufgrund dessen, dass sein Schatten so groß ist. So, jetzt könnte ich dich wunderbar... Naja. Okay, jetzt habe ich zwar keine Schuss mehr. Da ist das eine Problem. Aber die Gefahr scheint erstmal gebannt zu sein. Da ist der andere Pluspunkt daran. Also wir müssen ja auch mal eine positive Seite an der Sache sehen, die ich hier gerade gemacht habe.
So, hier scheint irgendwas zu liegen. Medikit, yay! Wunderbar. Was ich ja auch so dringend brauchte. Ich brauche eigentlich eher Munition, aber dadurch, dass ich oft schwer spiele, ist entweder die Munition rar gesät, was ja zum Beispiel auch zur erhöhten Schwierigkeit beitragen könnte. Gesundheit voll. Ja, seht ihr? Gesundheit voll. Ja, was soll das? Und warum sieht man jetzt erst diese Fässer hier? Das ist doch unfair. Also gucken wir uns mal um. Okay, das kriegt er ja früh mit. Das kriegt er ja wahnsinnig früh mit. Warum kriegt er das jetzt erst mit, hä? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich dann echt nicht. Na gut, also. Du watschst dort erstmal entlang. Ach so, nee, du bleibst erstmal stehen. Weil du hoffst, dass ich da jetzt einfach so reinplatze. Okay, jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe echt keine Munition mehr. Wenn ich wüsste, dass der einfach so stehen bleibt. Ach, wisst ihr was? Das wird schon passen. Das wird passen! Yay! Und tschüss! Yay, das hat sogar wirklich gepasst. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man merkt, dass ich, ja, vielleicht etwas müde bin. It was Jerzy Jarkovich, codename Wojciech. His skin showed red spots. He had taken cyanide. Ce qu'ils lui feront. On ne peut pas le permettre. Et elle pourrait nous être utile. Ne sois pas idiot, Paul. Non, on ne peut plus prendre ce risque. Les SS sont déjà sur notre piste. Nos camarades ont peur pour leur famille. Ils sont terrorisés. Tu ne crois pas que je le suis. Nous ne devons pas nous précipiter. Tu es trop nerveux. Nous avons bien fait. Aurions-nous dû la laisser mourir? Regarde-la, ce n'est pas la peine. Elle est plus morte que vive. Tu veux sacrifier tout un village, les femmes et les enfants? Elle a un ange gardien puissant. Il nous a menés à elle pour que nous l'aidions. Son destin est le nôtre, ne le vois-tu pas? Il ne faut pas croire tout ce que tu vois. Ja, schön. Was sollen wir das jetzt aber sagen? Außer, dass man... Was? Ich habe doch Stimmen gehört. Finde einen Weg hinaus, um den dritten da zu finden. Okay, dann nehmen wir erstmal das Morphium an uns, was aber voll ist. Ach so, eine Gasmaske ist auch schon vorhanden. Ja, wunderbar. Dann können wir hier ja gar nichts mitnehmen. Also, das gute alte Kaliumcyanid oder Cyankali, das hat, naja, schon für deren Ableben gesorgt. Alles klar. Naja, selbst umgebracht und sowas. Da kann das schon mal gut und gerne vorkommen. So. Hier gucken wir uns nochmal um. Es wird gespeichert. Und für diesen kleinen Abschnitt eine Viertelstunde brauchen wir es ja auch nicht schlecht. Und da brauche ich nicht mal vorspulen. Denn es ist ja Fortschritt zu sehen. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser Part soweit gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen und deswegen sage ich fürs Kommentieren und nein, ach Quatsch, fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Velvet Assassin sieht man sich.